Dann grüße ich alle herzlich zu der heutigen Vorlesung. Wie gesagt, geht es um den Restbestand dessen, was wir als Einführung und Überblick besprechen wollen. Wir haben uns ja jetzt sehr ausführlich mit dem Begriff des Schuldverhältnisses beschäftigt. Wir haben gesehen, dass hier der Begriff und die Systematik des Schuldrechts vom Begriff des Schuldverhältnisses ganz stark determiniert wird, dass man hier zwischen dem Schuldverhältnis im engeren Sinne und im weiteren Sinne unterscheiden muss und dass im Kern das Schuldverhältnis als Forderungsrecht synonym nichts anderes meint als den Anspruch auf der Seite des Gläubigers, eben die Perspektive des Schuldners einzunehmen. Wir haben gesehen, dass der Begriff der Schuld ein bisschen antiquiert ist, aber was mit der Verpflichtung zu tun hat, dass vor allem der Begriff der Pflichten zentral ist für das Schuldverhältnis und dass zwischen Leistungs- und Schutzpflichten, primären und sekundären Pflichten zu unterscheiden ist und dass es schon noch einen Zusammenhang zwischen Pflicht und Schuld gibt, nämlich im Hinblick auf Verschuldensgarantie oder Gefährdungshaftung, je nachdem. Wir haben gesehen, dass der Begriff der Schuld und der Verschuldenshaftung nicht nur im Strafrecht eine Rolle spielt, sondern auch im allgemeinen Schuldrecht und dass das Schuldrecht allerdings vom Grundsatz der Totalkompensation beherrscht wird und dass es als Verschuldens- und Haftungsmaßstab nur noch gelegentlich zu Differenzierungen kommt, ansonsten eben eine Totalkompensation steht. Zuletzt haben wir eine wichtige Unterscheidung uns angeschaut, nämlich die zwischen vertraglichen und gesetzlichen Schuldverhältnissen, haben gesehen, dass die in der Sache nicht so viel hergibt, dass die ursprüngliche Differenzierung zwischen Vertrag und Delikt gewesen ist und dass sich dazwischen dann quasi vertragliche und quasi deliktische Ansprüche etabliert haben, die man dann insgesamt zusammengefasst hat als die gesetzlichen Ansprüche, weil sie nicht explizit aus einem vertraglichen Schuldverhältnis entspringen. Soweit also, glaube ich, der Stand zuletzt und heute, wie gesagt, der Abschluss von Einführung und Überblick, der im Kern einen großen Blick über das gesamte Schuldrecht bietet, sodass wir die Einsortierung, die großen Straßen, die Linien, die Grundprinzipien und Grundbegriffe alle schon mal kennengelernt haben. Und dann gehen wir in die einzelnen Bereiche gleichsam hinein und schauen uns die näher an. Und hier ist für heute nochmal das Stichwort Schuldverhältnis als Organismus anzusehen. Das hatten wir ja schon besprochen und das haben wir kennengelernt, den Begriff, als wir über das Schuldverhältnis im weiteren Sinne gesprochen haben. Dass wir also jetzt nochmal aus der Perspektive des allgemeinen Blicks auf Schuld- und Forderungsverhältnisse reinschauen, um dann die weitere Differenzierung uns anzuschauen. Zuletzt hatten wir gesehen, es gab die vertraglichen und die deliktischen Verhältnisse und dazwischen liegen irgendwo die quasi vertraglichen und die quasi deliktischen Schuldverhältnisse. Und da müssen wir hier heute nochmal ansetzen, denn die Frage, ob Schutzpflichten nun eher in den Bereich des quasi vertraglichen oder quasi deliktischen hineingehören und was der Begriff des Schutzpflichtverhältnisses genau besagt, das müssen wir genauer anschauen. Denn gerade Schutzpflichten und das Schutzpflichtverhältnis ist etwas, was das moderne Schuldrecht sehr stark dominiert. Alle haben schon mal Gelegenheit gehabt, sich mit dem Gesichtspunkt der Aufklärungspflichtverletzung und dem Aspekt der Rücksichtnahme und dem Gedanken der Culpa in Contrahendo auseinanderzusetzen. Wir haben das auch im Grundkurs gesehen, dass die Culpa in Contrahendo mit ihren vielen Fallgruppen ganz stark in dem Bereich der allgemeinen Rechtsgeschäftslehre ihr Unwesen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ihr Wesen treibt und im Kern solche klassisch gewachsenen Regeln wie den Paragraphen 123, also das Anfechtungsrecht wegen arglistiger Täuschung oder Drohung, weitgehend verdrängt, weil der Gedanke des Vorsatzes, das Vorsatzdogma, das im BGB ursprünglich eine Rolle spielte, weitgehend verdrängt wird und weitgehend durch die Culpa in Contrahendo eine Haftung auf allgemeines Verschulden, allgemeine Fahrlässigkeit ausgedehnt worden ist. Um diese Problematik uns näher anzuschauen,
Beginnen wir mit einem Ausgangsfall, der gleichsam ein Klassiker ist, dem sogenannten Linoleumrollenfall. Der Fall, den bitte ich auch jeden auch auf alle Fälle mal nachzulesen, weil der erschließt im Grunde das ganze Gebiet der quasi vertraglich, quasi deliktischen Schutzpflichten. Also, wir haben zwar gesagt, im Civil Law und im kontinentaleuropäischen Kontext, insbesondere im deutschen Recht, geht man immer vom Gesetz aus. Letztlich muss man aber hier auch zugeben, dass das Gesetzesrecht immer ganz stark geprägt wird durch Präjudizien und diese Reichsgerichtsentscheidung ist in der Tat ein Klassiker, ein Präjudiz, das man auf jeden Fall kennen sollte. Schauen wir mal rein. Eine Entscheidung vom 7. Dezember 1911. Die Überschrift, ich weiß nicht, wer diese alte Schrift noch lesen kann, aber eigentlich ist es noch machbar, wenn wir oben schauen. Die Entscheidung: Haftet der Inhaber eines Warenhauses für das Verschulden seines Angestellten, der einen Kauflustigen beim Vorlegen von Waren körperlich verletzt? Das ist sozusagen die rechtliche Frage, die hier das Reichsgericht zu entscheiden hatte. Und der Sachverhalt ist gleich am Anfang abgebildet. Schauen wir uns den an. Nach der Feststellung des Berufungsgerichts, so der Sachverhalt in der Entscheidung, hat sich die Klägerin, nachdem sie in dem Warenhause der Beklagten bereits verschiedene Einkäufe gemacht hatte, in das Linoleumlager begeben, um einen Linoleumteppich zu kaufen. Sie erklärte dies dem Handlungsgehilfen W., der dort bediente, und suchte aus den von diesem vorgelegten Mustern dasjenige heraus, in welchem sie den Teppich zu haben wünschte. W. setzte, als er die von der Klägerin bezeichnete Rolle hervorholen wollte, zwei andere Rollen etwas beiseite. Die Rollen fielen um, trafen die Klägerin und ihr Kind, die näher getreten waren, und rissen beide zu Boden. Der Kauf des Teppichs ist nicht zustande gekommen, weil die Klägerin, wie sie sagte, durch den Sturz in zu große Erregung geraten war. Offenbar ist es hier zu Verletzungen gekommen. Und die Klägerin wollte nun Schadensersatz geltend machen. Das ist also ein Fall, den wir uns auch heute noch gut vorstellen können. Stellen wir uns vor, wir gehen in den Baumarkt, ja, und irgendjemand will mit einem Gabelstapler oder bei IKEA, ja, ein Mitarbeiter kommt mit dem Gabelstapler, holt von aus dem oberen Regal irgendwelche Billy Boy Regale runter oder was auch immer runterholt, und dann gibt es eine Verletzung des Kunden, ja. Die spannende Frage ist jetzt in dieser Konstellation, die Klägerin will also Schadensersatz haben. Woraus bekommt sie denn diesen Schadensersatz? Ja, wir kennen die Anspruchsgrundlagensortierung. Wir beginnen und fragen, gibt es vielleicht einen Anspruch aus Vertrag? Wie der Sachverhalt ganz klar sagt, es gibt keinen Vertrag. Es war im Kern nur eine Frage, zeigen Sie mir das. Bei IKEA wäre das möglicherweise anders, weil dort wird erst der Vertrag geschlossen und dann geht man ja im Kern zur Auslieferung. Da wäre also schon ein Vertrag da und man hätte im Grunde einen vertraglichen Anspruch. Hier in all den Konstellationen, wo es zunächst in der Tat erst noch um die Anschauung geht, also insoweit ist das IKEA-Beispiel nicht ganz optimal, gehen wir irgendwann eine andere Konstellation, wo eine Verletzung also stattfindet, noch bei Vorvertragsschluss, also hier die Linoleumrolle fällt um oder irgendwas anderes und verletzt den Kunden, dann bleibt im Kern nur der Anspruch aus Delikt. Die Frage ist also, welche deliktischen Ansprüche können hier geltend gemacht werden? Dass ein Anspruch besteht, wenn wir uns den 823 anschauen, dann leuchtet sofort ein, dass dieser Anspruch aus 823 sich richtet gegen den Schädiger. Also Paragraph 823 aus dem Recht der unerlaubten Handlung. Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Also, was ist gleichsam außer Frage? Außer Frage wäre, dass der Mitarbeiter, wenn er fahrlässig gehandelt hat oder sogar vorsätzlich hier aus Delikt haften würde, § 823.
Dass das möglicherweise aus arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten reduziert ist, will ich an dieser Stelle zunächst mal gar nicht erörtern. Jedenfalls zur Zeit der Reichsgerichtsentscheidung gab es noch keine weit entwickelte Rechtsprechung der Arbeitsgerichte. Es gab da noch keine Arbeitsgerichte, die so etwas wie gefahrgeneigte Arbeit kennen, wo dann doch eine Überlagerung der Haftungsfrage vom Mitarbeiter auf den Unternehmer ausgedehnt wurde. Also diese Haftungsfigur gab es ursprünglich nicht bei der Entscheidung des Reichsgerichts. Und insoweit stellte sich für das Reichsgericht die Frage, Anspruch aus Vertrag kommt nicht in Betracht. Anspruch aus Delikt, ja, allerdings nur gegen den Mitarbeiter. Und wie man sich 1911 gut vorstellen kann, ein Mitarbeiter in einem Warenhaus hat möglicherweise nicht so viele Mittel zur Verfügung, wie es der Warenhausinhaber hätte. Und deswegen stellte sich die Frage, ist es nicht besser, wenn der Warenhausinhaber haftet? Aber wie ist es möglich, dass auch der Warenhausinhaber haften kann? Und hier finden wir den Paragraph 831, den haben wir ja schon in der Vorlesung zur Rechtsgeschichte im vergangenen Semester kennengelernt. Es geht um die Haftung für den Verrichtungsgehilfen. Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den der andere in Ausführung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt. Na wunderbar, könnte man sagen. Also über 831 haben wir also auch die Zurechnung des Mitarbeiters gegenüber dem Warenhausinhaber. Dann lesen wir aber weiter und stellen eben fest, dass diese Ersatzpflicht nicht eintritt, wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern er Vorrichtungen und Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder der Leitung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. Das ist die sogenannte Exkulpationsmöglichkeit des Geschäftsherrn. Das heißt, hier würde es reichen, dass der Warenhausinhaber sagt, oh, bei der Auswahl des Mitarbeiters habe ich große Sorgfalt walten lassen. Das ist die sogenannte Culpa in eligendo, also die Sorgfalt, die bei der Auswahl stattfindet. Also hier, wenn er sich eben exkulpieren kann und sagt, ich habe mir hier nicht zu Schulden kommen lassen und das war nicht vorauszusehen, dass mein Mitarbeiter so etwas tut. Dann ist ein Anspruch aus 831 eben ausgeschlossen. Vor dieser Frage stand also das Reichsgericht. Und was macht das Reichsgericht? Es löst den Fall, indem es sagt, naja, das ist doch nur alles nicht so schlimm. Im Grunde ist doch hier eine Situation, die quasi vertraglich, quasi deliktisch angelegt ist. Das heißt, im Kern wollen wir doch jetzt mal nicht so kleinlich mit dem 831 sein. Es geht doch hier um eine Vertragsanbahnung und ein Vertrag ist jetzt noch nicht ganz zustande gekommen. Also greifen wir doch lieber auf den 278 zurück. 278, wir erinnern uns, das ist die Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte. Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Person, derer er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient, in gleichem Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden. Danach würde also der Warenhausinhaber genauso haften, als wenn er selber die Linoleumrollen umgestoßen hätte bzw. so hingestellt hätte, dass sie umfallen. Diese Differenzierung zwischen Erfüllungsgehilfen und Verrichtungsgehilfen kennen wir also. Bringen wir das auf das Problem, das heißt nach Vertragsrecht haftet jemand, der einen Dritten beschäftigt, strenger, nämlich nach 278 genauso wie für eigenes Verschulden. Während im Deliktsrecht ist die Haftung etwas entspannter. Er haftet für Verrichtungsgehilfen, also für Leute, die er mit in seinen Tätigkeitsbereich einspannt, nicht in dem vollen Umfang, es sei denn, ihn trifft ein Auswahlverschulden. Und diese Exkulpationsmöglichkeit ist ein Handicap, das dazu führt, dass das Deliktsrecht eben eingeschränkt nur Anwendung findet. Kurzerhand sagt also das Reichsgericht an dieser Stelle und in dieser Entscheidung, da es doch um eine Anbahnung, jetzt eigene Worte, da es sich doch um eine Anbahnung im Vertragsverhältnis handelt, müsste doch der gleiche Pflichtenmaßstab gelten wie beim Vertragsrecht auch. Und deswegen komme ich jetzt zu einer Zurechnung des Verschuldens nicht über 831, also aus Deliktsrecht, sondern
aus Schuldvertragsrecht ganz allgemein, aus der allgemeinen Regel des Schuldvertrags, nämlich 278, die Erfüllungsgehilfenhaftung. Damit hat also das Reichsgericht wunderbarerweise die Haftung aus Vertrag ausgedehnt, auch auf Verhältnisse, die noch erst in der Anbahnung sich befinden. Und im Grunde die Einschränkungen, die das Deliktsrecht vorsieht, ausgehebelt. Wie ist das jetzt zu finden? Heute würden wir diesen Fall eben lösen über die sogenannte Culpa in Contrahendo. Wir haben eine allgemeine Haftpflichtverletzung nach § 280, eine Pflichtverletzung, einen Schadensersatzanspruch aus Pflichtverletzung nach 280 Absatz 1. Wir erinnern uns, verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis. Das heißt, wir brauchen eine Pflichtverletzung. Einen anderen zu verletzen ist immer eine Pflichtverletzung, insbesondere wenn sie fahrlässig erfolgt ist. Und beim Verschulden, wenn man es eben selber nicht getan hat, sondern das Ganze durch einen Dritten erfolgt ist, dann stellt sich nur die Frage, ist das Verschulden dieses Dritten zurechenbar? Im Deliktsrecht ist das schwierig, 831, weil Verrichtungsgehilfe. Im allgemeinen Schuldrecht ist das einfacher, weil wir haben den 278. Da haftet also der Geschäftsherr auch für das Verschulden seiner Mitarbeiter. Wunderbar, das ist also mittlerweile der Status quo. Und das Schuldverhältnis, das nun wiederum § 280 Absatz 1 voraussetzt, allgemeine, erinnern wir uns, ja, 280, verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, muss also ein Schuldverhältnis entstehen und dieses Schuldverhältnis entspringt nun aus § 311 Absatz 2 Nummer 2. Wir haben ja in der Differenzierung zwischen gesetzlichen und vertraglichen Schuldverhältnissen den § 311 Absatz 1 letztes Mal schon ausführlicher angeschaut. Da haben wir gesehen, Absatz 1 begründet ein allgemeines Schuldverhältnis auf der Basis von Rechtsgeschäft durch Vertrag. Ja. Wir haben gesehen, dass es auf den ersten Blick durchaus tautologisch erscheint, ein Schuldverhältnis aus Rechtsgeschäft durch Rechtsgeschäft. Der Kern, und ich muss das hier noch ergänzen, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht deutlich genug herausgestellt, im Kern wird nur deutlich gemacht, dass hier ein Schuldverhältnis, ein Forderungsrecht nicht entsteht durch einfache Willenserklärung. Ja? Also Vertrag ist ja die mehrseitige Willenserklärung, sondern mehrseitiges Rechtsgeschäft bedeutet eben Konsens der Parteien. Niemand kann alleine durch ein Versprechen oder eben dadurch, dass jemand sagt, ich möchte aber, dass du jetzt für mich haftest, ein Schuldverhältnis begründen. Durch einseitiges Rechtsgeschäft geht das eben nicht. Die Ausnahmen und die Spitzfindigkeiten in diesem Kontext will ich hier nicht aufgreifen und vertiefen, weil das sind tatsächlich eher beschränkte Ausnahmen. Schauen wir jetzt auf den 311 Absatz 2, der ist ja viel spannender auf einmal, nämlich ein Schuldverhältnis entsteht auch durch, und jetzt Nummer 2, die Anbahnung eines Vertrags. Ja, wenn wir also hier ein Schuldverhältnis mit den Pflichten nach § 241 Absatz 2, das war die allgemeine Rücksichtnahmepflicht und damit eben der Begriff der Schutzpflichten, der jetzt in § 241 Absatz 2 enthalten ist, konstituiert also ein allgemeines Schutzpflichtverhältnis nach den Regeln der Culpa in Contrahendo durch Anbahnung eines Vertrages. Die Regelung haben wir uns schon angeschaut. Wir werden das jetzt noch kurz etwas vertiefen, weil dieser Bereich der Schutzpflichten und des quasi vertraglich bzw. eben quasi deliktischen Schutzpflichtverhältnisses ist für die Praxis von extrem hoher Bedeutung. Deswegen will ich das etwas intensiver hier kurz besprechen für die Systematik der Schuldverhältnisse. Letztlich kommen wir kurz zu den Grundlagen. Geht dieses quasi vertragliche Schuldverhältnis auf eine immer wieder gefeierte Entdeckung aus dem Jahre 1861 durch Rudolf von Jering zurück, der in seinen mit Gerber herausgegebenen Jahrbüchern 1861 einen Aufsatz veröffentlicht hat, Culpa in Contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfektion gelangten Verträgen. Was hat er dort gemacht? Im Kern, ich will nicht auf alle Details eingehen,
Es reicht einfach zu wissen, dass Jähring hier Fälle vor Augen hatte, bei denen ein Vertrag nicht zustande kommt oder ein Vertrag nicht zustande kommen kann, weil Unmöglichkeitsregeln aus dem römischen Recht dem entgegenstehen. Wir werden zu den Unmöglichkeitsproblematiken noch kommen. Zu der anderen Thematik, nicht zur Perfektion gelangte Verträge, sind im Kern Sachen, die wir in der allgemeinen Rechtsgeschäftslehre kennengelernt haben, nämlich Irrtumsrecht einerseits und das Problem des Zugangs von Willenserklärungen. Und dieses Irrtumsrecht, also dass jemand Erklärungen abgibt und sich dann bei der Erklärung geirrt hat, das kennen wir, § 119. Absatz 1 bzw. Absatz 2 und die Frage, wann ein Vertrag geschlossen wird, wenn der eine eben seine Erklärung widerruft und dieser Widerruf irgendwie schon auf dem Weg ist und so weiter, der Vertrag also noch nicht zum Konsens gekommen ist. Das haben wir uns alles im Kontext der Rechtsgeschäftslehre ausführlich angeschaut, ist im Kern das, was Rudolf von Jähring in seinem Aufsatz beschrieben hat und wollte das lösen durch eine Schadensersatzregelung, nämlich durch Culpa in Contrahendo. Entgegen dem allgemeinen Grundsatz, den schon Savigny aufgestellt hatte, dass Fahrlässigkeit, Culpa nicht allgemein eine Begründung von Schuldverhältnissen darstellt, also nicht allgemeine Fahrlässigkeit führt zu Schadensersatzansprüchen. Das war ein allgemeiner Grundgedanke, der nicht nur aus der Naturrechtslehre kam, sondern der dann eben auch im 19. Jahrhundert in der Pandektenwissenschaft ganz allgemein galt. Das heißt, es gibt keine allgemeine Fahrlässigkeitshaftung und dieser Einwand gilt im Kern bis heute, hat aber nichts daran geändert, dass eine allgemeine Fahrlässigkeitshaftung jedenfalls in Vorverlagerung auf vertragliche Ansprüche anerkannt wurde, nämlich durch die Regelung, die dann auch ins BGB aufgenommen wurden. Wir kennen schon § 122, das ist also die Schadensersatzpflicht bei Anfechtung, wo es also auf eine Haftung auf das negative Interesse hinausläuft und im § 179, das war die Haftung für den falsus procurator, § 307, alte Fassung, da geht es um das Unmöglichkeitsrecht, dazu werden wir noch kommen. Also im Wesentlichen Fragen der allgemeinen Rechtsgeschäftslehre, die wir schon behandelt haben und damit war auch für das BGB und den BGB-Gesetzgeber im Kern die Sache erledigt. Gleichwohl hat sich das Ganze weiterentwickelt, insbesondere also in der Rechtsprechung des Reichsgerichts. Wir haben eben eine ganz wichtige Entscheidung kennengelernt. Das Reichsgericht also durchaus diesen Gedanken von Jähring aufgegriffen, ohne explizit auf ihn zu verweisen. Aber dieser Gedanke, dass also eine allgemeine Fahrlässigkeitshaftung auch schon im Vorfeld von Verträgen Gültigkeit für sich in Anspruch nimmt und ein guter Gedanke sein könnte, wurde also insbesondere in der Rechtsprechung des Reichsgerichts aufgegriffen. Es gab dann viele Entscheidungen in den ersten Jahren des BGB und irgendwann hat man dann gesagt, offenbar gibt es eine große Lücke im BGB und deswegen müsse man hier eine Lösung finden. Die Rechtswissenschaft hat dann verschiedene Theorien entwickelt, eine Theorie von der Sonderverbindung, soll also heißen, nicht eine deliktische, auch keine vertragliche Verbindung, aber eine Sonderverbindung, die sozusagen schon im Vorvertraglichen angesiedelt ist. Das war eine Theorie, die vertreten wurde. Die zweite Theorie, die dann eben ganz stark, insbesondere in der Phase seit 1933, die dann eben auch Eingang in das Volksgesetzbuch gefunden hat, ist dann die Theorie von den Schutzpflichten, dass also das Vertragsrecht schon im Vorfeld Schutzpflichten generiert und dieses Schutzpflichtverhältnis noch keinen wirksamen Vertrag voraussetzt. Die nächste Theorie war dann die Theorie vom sozialen Kontakt, dass schon im Bereich dort, wo Menschen miteinander in sozialen Kontakt kommen, allgemeine Rücksichtnahmepflichten existieren müssen, die eben zu Schadensersatzpflichten führen können. Und schließlich die letzte große Theorie, die hier entwickelt wurde, ein Name sei hier genannt, Klaus Wilhelm Canaris, Professor in München, Emeritus mittlerweile, großes Buch zur Vertrauenshaftung geschrieben. Der sagt also, nicht nur Vertrag und Delikt begründen Schadensersatzpflichten, sondern eben auch allein die Inanspruchnahme und die Enttäuschung von Vertrauen führe dazu, dass Schadensersatzpflichten entstehen können. Und das sei eben eine Haftung, die
unabhängig von der vertraglichen und von der deliktischen Haftung zu betrachten sei. Das sind also die verschiedenen Theorien, die hier kursierten. Langer Rede, kurzer Sinn. Schließlich gab es eine Kodifikation des Ganzen. Es gab immer wieder Kritik. Hier nur eine Auszugsweise von Hans Stoll 1976, der dazu sagte, zu diesen ganzen Theorien: Im Übrigen halte ich daran fest, dass alle pseudo- oder quasi vertraglichen Schutzpflichten, ganz gleich, ob man sie aus einem Vertrag, einem vertragsähnlichen Vertrauensverhältnis oder aus sozialem Kontakt ableitet, strukturell sich überhaupt nicht von den deliktsrechtlichen Verkehrspflichten unterscheiden und deshalb beweisrechtlich ebenso zu behandeln sind wie diese. Die Leugnung des wahren Charakters solcher Pflichten mit Rücksicht auf ihre konstruktive Einbettung in irgendwelche Sonderverbindungen sei kein Ruhmesblatt der deutschen Zivilrechtsdogmatik. Gut, also das Ganze extrem umstritten, ein riesiges Problem. Ich will das hier nicht länger vertiefen, will nur darauf hinweisen, dass das also Theoriekonstrukte gewesen sind, die auf der Basis von Reichsgerichtsentscheidungen, die ihren Ausgangspunkt gefunden haben, Beschränktheiten des Deliktsrechts zu umgehen, zu riesigen Konstruktionen geführt haben. Für uns reicht im Kern zunächst zu wissen, der Gesetzgeber hat sich über alle Bedenken hinweggesetzt und hat im Rahmen der Schuldrechtsmodernisierung 2001 das BGB dahingehend geändert, dass also dieses Schutzpflichtverhältnis, diese Culpa in Contrahendo und der Gedanke der Schutzpflichten, der Sonderverbindung und des sozialen Kontaktes im BGB aufgenommen wurden. Das heißt, wir haben einen riesigen Bereich von Haftungsrecht mittlerweile über diese Generalklausel im allgemeinen Schuldrecht, nämlich die Haftung für Pflichtverletzung, und wenn eben jede Pflichtverletzung zum Schadensersatz verpflichtet, dann muss man natürlich fragen, welche Form von Pflichtverletzung gibt es, und wir sehen hier, dass eben 241 Rücksichtnahmepflichten nun schon über 311 Absatz 2 und Absatz 3 auf den vorvertraglichen oder komplett außervertraglichen Bereich erstreckt. Das heißt, das, was als Grundsatz in der Straßenverkehrsordnung gilt, Rücksichtnahme, allgemeine Rücksichtnahme, gilt, so kann man sich es vielleicht einfach merken, nun auch im allgemeinen Haftungsrecht. Das heißt, wenn wir irgendwo feststellen, dass jemand nicht rücksichtsvoll mit meinen Rechtsgütern, Rechten und Interessen umgegangen ist, dann besteht durchaus die Möglichkeit, ihn über den Gedanken der Schutzpflichtverletzung in die Haftung zu nehmen. Da das extrem uferlos erscheint, leuchtet ein, dass es hier unbedingt Einschränkungen geben muss, und deswegen löst man diese ganze Problematik der Culpa in Contrahendo und dieser quasi vertraglich deliktischen Schuldverhältnisse und Schutzpflichtverhältnisse über Fallgruppen, dass man eben schaut, okay, in welchen Fällen hat denn die Rechtsprechung hier entsprechende Schadensersatzansprüche gewährt, und dann nimmt man das eben schon als diesen Bereich an, der, wenn man es genau nimmt, sich immer weiter ausdehnt. Ja? Wer es vertiefen möchte, kann das gerne tun. Ich habe darüber ein ganz dickes Buch geschrieben, über die Culpa in Contrahendo, der diesen ganzen dogmatischen Prozess verfolgt, von der Wurzel an bis in die Gegenwart. Und das ist tatsächlich ein relativ uferloses Geschehen. Deswegen, ich weiß, glaube ich, wovon ich rede. Für uns hier in der Vorlesung genügt an dieser Stelle ein eher schematischer Überblick, sodass wir wissen, dass es das gibt und dass wir diese außervertragliche Haftung auch vernünftig einordnen können. Wie gesagt, da ich glaube, dass für die Praxis, nicht nur ich glaube, also es ist evident, dass es für die Praxis diese quasi vertraglichen und deliktischen Schuldverhältnisse extrem praxisrelevant sind, lege ich hier eben auch durchaus einen etwas vertiefteren Wert. Für uns reicht zunächst, wie gesagt, zu sehen, wenn wir auf die Pflichten kommen, dass wir zuerst sagen, die Schuld im Vertrag ist klassischerweise nur noch die Leistungspflicht. Ja, das, was aus dem Vertrag heraus folgt, ist die Primärleistungspflicht, die sich dann gegebenenfalls auch in Sekundärleistungspflichten wandeln kann. Das werden wir ausführlicher im Kontext des Schuldrechts uns anschauen. Das ist der eigentliche Teil, der bisher im Schuldrecht, im Forderungsrecht immer besprochen wurde. Der zweite Teil,
ist, dass die Schuld im Deliktsrecht mit dem Begriff der Verkehrspflicht verknüpft ist. Also Hans Stoll hat ja den Begriff schon aufgegriffen. Das gehört in den Bereich der gesetzlichen Schuldverhältnisse, wenn das Deliktsrecht ausführlicher besprochen wird, dass hier die Verkehrspflicht eben den Bereich des Paragraphen 823, den Schadensersatzansprüche aus Delikt- und Rechtsgutverletzung mit Verkehrspflichten umrandet ist. Und für uns und ganz allgemein, die Schuld im Quasi-Vertrag nennt man Schutzpflicht, und das ist ein Begriff, der im allgemeinen Schuldrecht aktuell vielleicht gerade jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts, da diese Schutzpflicht im BGB eine besondere Beachtung an ganz zentraler Stelle gefunden hat, nämlich in 280, 241 und eben in 311 Absatz 2 und 3, etwas ist, mit dem man quasi sehr viel haftungsrechtlich mittlerweile anstellen kann. Ob und inwieweit eine jeweilige Konkurrenz besteht, Leistungspflichten, Verkehrspflichten, Schutzpflichten, das muss uns an dieser Stelle zunächst noch nicht interessieren. Wichtig ist, dass wir diese Begriffe zunächst erstmal noch kennenlernen, und man wird dann immer sehen, wie weit die eigentlich vertragliche Haftung geht und inwieweit das Ganze durch Verkehrspflichten oder Schutzpflichten überlagert wird. Nur ein Beispiel, das dürfte im Kaufrecht vor allem eine Rolle spielen, etwa die Frage, wie weit geht denn nun das Gewährleistungsrecht? Ja, wenn also jemand entsprechend eine mangelhafte Sache liefert und diese mangelhafte Sache zu einem Schaden beim Käufer führt, dann haben wir das Gewährleistungsrecht das entsprechende Rechtsfolgen statuiert. Aber wir könnten genauso gut über die allgemeine Schutzpflicht argumentieren und sagen, naja, der Verkäufer hätte mich über dieses oder jenes Risiko, das mit der Sache verknüpft ist, informieren müssen. Und wenn er das nicht getan hat, haftet er eben aus Schutzpflichtverletzung. Das heißt, das ganze Konkurrenzverhältnis von culpa in contrahendo etwa mit Gewährleistungsrecht ist noch völlig offen. Ja, genauso wie wir das gesehen haben, dass das Konkurrenzverhältnis von culpa in contrahendo und Paragraph 123 oder 119 und 122 ausgesprochen ungeklärt ist, so ist es im Kern auch mit vielen schuldrechtlichen Ansprüchen. Als allgemeine Daumenregel für angehende Juristen, ja, ist, dass alle Ansprüche geprüft werden. Alle Ansprüche werden geprüft, das heißt, ich prüfe zunächst Ansprüche aus Gewährleistungsrecht etwa, aus Kaufvertrag, Leistungspflichten, die sich in Sekundärleistungspflichten wandeln. Dann prüfe ich eben quasi vertragliche Ansprüche, das heißt, frage, ob vielleicht auch ein Anspruch aus culpa in contrahendo und Schutzpflichtverletzung gibt. Und dann kann ich schließlich auch noch fragen, ob es vielleicht auch noch eine Verkehrspflichtverletzung gegeben hat. Ja, also im Grunde haben wir für den ganzen Bereich des Haftungsrechts diese drei Ebenen. Und Konkurrenzen müssen uns im Moment überhaupt nicht interessieren, auch wenn sie ganz radikal bestehen. Das ist eher aktuell etwas, was in der Wissenschaft diskutiert werden müsste, damit Klarheit besteht, insbesondere was die Verjährung anlangt. Ja, wenn also im Kaufrecht ein Gewährleistungsanspruch in 2 Jahren verjährt, Gewährleistungsrechte also befristet sind in ihrer Ausübung, dann stellt sich die Frage, okay, kann ich denn nach 2 Jahren vielleicht auf Schutzpflichtverletzung übergehen und sagen, okay, die Sache war mangelhaft, du hättest mich darüber aufklären können, dass das Auto da und da diese Defekte oder Probleme aufweist, dann nehme ich dich eben aus culpa in contrahendo in Anspruch. Also dieses Fristenproblem, das wir schon bei Paragraph 123 kennengelernt haben, Anfechtung wegen arglistiger Täuschung. Aha, wir erinnern uns, Anfechtungsfrist 1 Jahr. Und was ist denn, wenn ich erst nach 3 Jahren feststelle, dass ich einen Schaden habe und fahrlässig getäuscht wurde? Na wunderbar, dann kann ich doch noch innerhalb von 10 Jahren auch noch anfechten über culpa in contrahendo. Also diese ganzen Konkurrenzfragen sind absolut ungeklärt nach der Schuldrechtsmodernisierung. Wie gesagt, ein praktischer Hinweis für Gutachten,
spielt das zunächst erstmal keine Rolle. Allenfalls, wer die 18 Punkte, die sehr in den sehr guten Bereich will, der kann am Ende immer noch mal fragen, okay, gibt es hier nicht eine Rangordnung und werden nicht Gewährleistungsrechte etwa verdrängt durch Schadensersatzansprüche aus Culpa in Contrahendo? Also für alle, die es ganz sehr gut, wunderbar machen wollen, wissenschaftlich schon auf oberster Ebene betreiben wollen. Für die ist das Konkurrenzproblem relevant. Ansonsten aber, es wird im Regelfall nicht erwartet, weil man allgemein spätestens nach der Kodifikation der Culpa in Contrahendo im Gesetz mit der Anerkennung der Schutzpflichten als normale Anspruchsgrundlage davon ausgeht, dass eine allgemeine Anspruchskonkurrenz besteht und man prüft einfach den einen Anspruch genauso wie den nächsten.